Hallöchen, ihr Lieben, zu einem neuen kleinen Angezockt. Wir spielen mal Menina das Memorias, beziehungsweise im Original Kyoko Shoyo. Menina das Memorias heißt Mädchen der Erinnerungen. Und es handelt sich, wie man schon einigermaßen raushören kann, um ein im Original japanisches Spiel, was wieder mal von der lieben Mei vom Zero Corps Blog übersetzt wurde ins Portugiesische. Es handelt sich eigentlich um ein RPG Maker 2000 Game von Higashi Dora. Genau, also es ist wieder auf Portugiesisch. Ich weiß nicht genau, wie schwer es sein wird. Wir probieren es einfach mal aus. Ich möchte euch wieder da die Option überlassen, unten in den Kommentaren zu wählen, ob ihr das als Let's Play sehen möchtet oder nicht. Ich gebe gleich am Ende unserer Angezockt-Folge so ein, ja, Urteil ab, wie schwer ich es jetzt fand, das Übersetzen, und ob uns die Story klar genug wird. Ich weiß es nicht genau, ob das hier storylastiger ist. Wir starten einfach mal und gucken mal, was uns erwartet. Mal schauen. Erinnerungen. Ich möchte Erinnerungen. Ich möchte eine glückliche Erinnerung. Ich will einen Körper, der keine Kratzer hat. Ich möchte etwas, von dem wir nicht genug haben. Ich will zusammen sein. Aha, okay. Möglicherweise ist die Person gesprungen, ich weiß es nicht. Und anscheinend wollte sie bei jemandem sein und die Vergangenheit vergessen können. Es wird sich wohl viel um Erinnerungen drehen. Tag des Fotos. Ein Tag, an dem man Fotos schießt mit der Familie. Dieser Tag. Wir. Okay. Ich glaube, das war die Hauptdarstellerin, hatte ich schon auf Screenshots gesehen auf dem Blog. Das kleine Mädchen, was wir eben gesehen haben. Hier? Wo bin ich? Oha. Okay, anscheinend sind wir an einem Ort erwacht, den wir gar nicht kennen. Das ist ja so semi-genial, ne? Okay, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Riesige Vase. Bei der gar nichts passiert? Küsten, bei denen nichts passiert? Puppe. In dieser Kiste sind viele Puppen. Okay. Die sind ziemlich gruselig. Ein organisiertes Regal, also ein ordentliches Regal. Was haben wir hier? Da ist Öl in der Vase. Der Sack enthält Erde. Mhm. Hier haben wir eine Kanne. Einpacken? Yay, wir haben eine Teekanne. Ohne Bulette. Tja. Kein Plan, ob man das so ausspricht. Ihr dürft mich nicht zu ernst nehmen beim Aussprechen. Geht nicht auf. Okay. Viele Puppen. Ah, wenn ich besser schaue oder genauer schaue, scheint es, dass da ein Streichholz ist in der, wie nennt man das? Im Ärmel. Im Ärmel der Puppe. Möchtest du das Streichholz mitnehmen? Ja. Consegium Phosphoro. Consegium Phosphoro. Okay. Geht nicht auf. Öl. Möchtest du Öl in die Teekanne tun? Ja, wir haben Öl. Kann man jetzt raus? Ich werde aus diesem Raum gehen. Möchtest du das Öl auf die Tür kippen? Ja. Und jetzt machen wir das Streichholz an. Ach so, ja, so mache ich das normalerweise auch. Nicht die Tür aufschließen oder so. Nein, ich brenne die ganze Tür weg. Okay, das Mädchen der Erinnerungen. Oder aus den Erinnerungen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall Mädchen und Erinnerungen. Mädchen und Erinnerungen und ein Frosch. Möchtest du speichern? Sim!
Sì, molto bene. Ach nee, das ist ja italienisch. Jetzt komme ich durcheinander. So, was haben wir denn hier? Geht nicht auf. Geht nicht auf. Huch. Was ist das? Huch. Ja, was ist das? Es kommt hierher. Besser, ich verstecke mich. Das war wirklich sehr schnell. Oh, verdammt. Da hatte ich mich nicht gut drauf eingestellt eben. Sorry. Okay. Also, geht nicht auf, geht nicht auf. Oh. Alles klar, ich muss einfach echt schnell drücken, wirklich. Que so? Está vindo para acá. Mejor el mar su casa. Sehr gut. Ist es wohl möglich, dass ich rauskomme? Und was war das nun? Ah. Oh, was war das? Okay. Nicht gut, würde ich sagen. Nicht gut. Sim. Nochmal speichern kann ich Schaden, nachdem wir mit dem Typen da. Okay, das hier geht auf. Das ist ein langer Tisch. Ein langer Tisch. Okay, Fernseher. Das ist eine alte Kommode. Da drin sind alte Klamotten. Oh! Früher habe ich ein Bild der sieben Götter des Glücks unter mein Kopfkissen getan, damit ich Glück habe. Ist das wahr, dass man dann Glück hat? Okay, ist vielleicht ein Hinweis. Aha. Ah, okay, super. Da ist ja was. Hier ist ein hinabgefallener Schlüssel. Una cave. Para o quarto da Yuki. Für das Zimmer von Yuki. Ist das hier das Zimmer von Yuki? Oh, bah, das ist ja. Abrigo macave. Oh, dieser Ort ist mir bekannt, kommt mir bekannt vor. Wieder ordentlich reingestellte Bücher. Hier ist eine Schublade. Willst du reinschauen? Oh, geht nicht auf. Da braucht man wohl einen Schlüssel. Alles klar. Ist hier auch wieder was auf dem Futon? Ach nee. Nein, nein, ich will gar nicht da reingucken. Ist nicht nötig. Hier ist ein Buch. Ein Buch liegt auf dem Boden. Möchtest du es lesen? Oh, oho. Geschrieben von Ryonosuke Akutagawa. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie so viele Dinge geschehen konnten. In so wenig Zeit. In jeder Ecke, in jedem Raum, Dinge oder Personen begannen langsam zu verschwinden. Wo waren sie hingegangen? Fragte ich mich. In meinem Gehirn gab es verschiedene Wesen, die nichts miteinander zu tun haben und nicht so recht zu erkennen waren, die mich leiteten in eine Dunkelheit, der Ewigkeit? Oh mein Gott, das hört sich ziemlich crazy an. Ich brauchte jemanden, ich brauchte Hilfe. Das Problem war, es gab nicht diesen jemanden, der mir helfen konnte. Leider überkommen mich die Erinnerungen. Ich erinnere mich an die Grenzen, die sie mir auferlegten für mein Glück, für meine Freiheit. Das war ihre Schuld, diese Frau. Sie zerstörte die Routine im Haus. Sie zerstörte unsere Familie. Die Stille, die sich ausbreitete, war schrecklich. Das machte mich wirklich zutiefst fertig. Den Satz verstehe ich nicht so ganz. Was sollen eigentlich die Sachen in Klammern? Okay, das Einzige, also auf jeden Fall das Einzige, was mir half, war eine Kirche, die in der Nähe war. Das und meine Erinnerungen, meine Geheimgedanken, genau, die beruhigten diese Person. Ich habe das Gefühl, dass diese Probleme, die im Haus scheinbar waren, der Grund für meine mentale Instabilität waren. Aber wie konnte ich das beweisen?
Aber das ist jetzt egal, jetzt ist nichts mehr wichtig. Versteht ihr denn nicht? Dieser vergangene Monat, das war der Beginn für eine neue Ära, für eine neue Welt. Und sobald meine Tränen langsam über mein Gesicht hinabgeglitten sind, frage ich mich, wie viel Zeit die Menschheit noch verbleibt in dieser unendlichen Obsession nach Macht und wie viele Personen mehr müssen verloren gehen in diesem Krieg ohne Ende. Es scheint, der Rest wäre herausgerissen. Was wäre wohl in diesem nächsten Teil? Dieser Text ist ziemlich konfus und lang. Ah, okay, er ist konfus. Na, da bin ich aber froh. Ich dachte, ich wäre nur so total konfus. Da scheint etwas drin zu sein. Da sind gefaltete Papiere, also Stücke von gefalteten Papieren. Da scheint etwas drin zu stehen. Möchtest du es öffnen, um es zu lesen? Semosi. Okay, Sekunde, ich schreibe mir das auf. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise ein Passwort ist. Oh, da ist noch ein Papier. Möchtest du es lesen? Nicht alle Menschen, nicht alle, die nicht die ganze Welt kriegt es, schafft es, zu spielen mein Piano. Ich liebe mein Piano, deswegen gelingt es niemandem außer mir, es zu spielen. Es existiert ein Geheimnis, um es zu spielen. Ein Geheimnis, um es zu spielen. Ah, Sekunde. Ich glaube, wir müssen hier nochmal kurz reinschauen. Im Portugiesischen, beziehungsweise auch im Spanischen, ist ja die Tonleiter nicht C, D, E, F, G, A, H, C, sondern Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ich glaube nämlich, was hier auftauchte, waren alles, genau, Si, Mi, Re, Mi, Si, La, Si, Do. Oh, ich habe es fast übersehen, glaube ich, ne? Aber ich glaube, ich habe es gerade noch gesehen. Si, Fa, Si, Si. Okay, da haben wir ja eine ganze Menge. So, das ist bestimmt noch wichtig, um das mysteriöse Piano vermutlich zu spielen. Was man nur mit einem Geheimtrick spielen kann. So, was haben wir hier? Geht nicht auf. Okay, seltsame Geräusche im Hintergrund. Was haben wir denn hier? Das geht nicht auf. Dem würde ich ja mal direkt misstrauen, ne? So einem Müllsack oder was das sein soll. Da scheinen Passports und Dokumente drin zu sein. Wie heißt denn Passport? Passport, ne? So hier, dieser Ausweis. Hier ist ein PC, der nicht an ist. Möchtest du ihn anmachen? Der PC geht an. An! Okay, nur damit das klar ist. Ach, verflixt. Okay, man muss ein Passwort eingeben. Ein Passwort aus 3 Zahlen. Ah, schade. Ist nicht richtig. Hier ist ein Bett. Da scheint nichts zu sein. Da ist was in den Tisch eingeritzt. Möchtest du es lesen? Ja. Ich liebe dich sehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Könnte es sein, dass ich es schaffe, mich neben AB... Punkt, Punkt, Punkt zu setzen? Das scheinen Nummern bei seinem Namen, bei dem Namen. Nummern bei dem Namen? Okay. Irmão. Ich glaube, Irmão ist Schwester. Da setze ich gleich eine Anmerkung, falls es nicht so sein sollte. Genau, so mache ich's. Aber ich glaube, es ist Schwester. Hier sind ein paar Bücher. Oh, da ist ein Stück Papier zwischen zwei Büchern. Das nehmen wir mal. Wir haben ein Stück der Periodentabelle? Was? Ah, hier ist ja Tabella Periodica. Aha, tatsächlich, die Periodentabelle. Na toll. Kann das was mit AB zu tun haben und den drei Buchstaben? Den drei Zahlen? Sekunde, AB? Da ist nur B, eine 4. Aber was soll A sein? Okay, wir gucken erstmal weiter. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht noch Orte, die wir uns anschauen können, weil hier geht's ja noch weiter, ganz offensichtlich. Hier ist ja noch genau die Kleidung, aber ist natürlich nichts Besonderes. Ist halt einfach vom RPG-Maker wahrscheinlich... Hallo, du? Mädchen. Wir haben dich. Was?
Wie, hä? Was wollen die? Was will das? Oder es? Oder was ist hier? Komm ich da mal ran? Da ist ein Schlüssel. Mitnehmen? Ah, für den Musikraum. Ach, das hört sich doch gut an. Das hier auf? Es ist leer. Es ist leer. Da scheint was in der Vase drin zu sein. Möchtest du es nehmen? Oh mein Gott, wir haben ein Küchenmesser mit Blut. Oh, was? Dieses Küchenmesser. Dun, 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 ist voller Blut. Oh, schöne bunte Blumen. Schöne bunte Blumen. Oh, cool, da ist ein Kimono in der Schublade. Geil. Ich will auch ein Kimono. Okay, da ist eine japanische Puppe drin. Das ist leer. Alles klar. Ich gucke lieber nochmal bei der Puppe. Letztes Mal musste man auch zweimal gucken. Nee, okay. Dann halt nicht. Geht nicht auf. Okay. Dann, was haben wir hier noch? Okay. Was? Was ist das hier? Ein Guardachufa. Ich nehme jetzt einfach mal an, das ist für die Regenschirme, wo man die reinstellt. Geht nicht auf! Alter, Gänsehaut. Das habe ich nicht erwartet. Geht nicht auf. Diese Tür ist seltsam. Die Tür ist Designata Uma Serejeda. Ne? Ist doch klar. Da ist ein fettes Schloss dran oder so. Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich so. Ah! Frosch! Gott sei Dank, wir haben echt lang nicht gespeichert. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft hier irgendwas. Eine Kiste. Reingucken. Ein Stück Holz erhalten. Hier ist ein Fernseher. Ich lasse ihn mal an. Vielleicht passiert da wieder was. Okay, was haben wir denn hier? Eine Mikrowelle. Da ist Gemüse im Kühlschrank. Wie schön. Da ist Wasser drin. Das ist ein Brett zum Schneiden, ein Schneidebrett. Und hier ist, da ist ein verbranntes Omelett drin. Das Feuer wurde wohl angelassen? Das weiß ich nicht genau. Aha, ein Mülleimer. Aber der ist leer. Der ist leer. Kann ich hier was? Nee. Was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Essen ist in dem Schrank. Aha. Was haben wir hier? Eine Toilette. Okay. Aha, der Spiegel ist befestigt mit Phillips-Schrauben. Ist das... Okay. Ich geh lieber weg. Wo war denn hier? Boah, hier geht's ja auch noch lang. Meine Güte. Wir hatten noch eine Gabe, ne? Wir haben eine ganze Menge inzwischen. Oh jemine. Was haben wir denn hier? Ein großer Fernseher. Ein großer Fernseher. Der Boden sieht irgendwie komisch aus. Sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwie noch was. Das ist ein Foto mit einigen Leuten von der Firma, also einigen Firmenmenschen. Genau. Das ist ein Air-Condition, also so ein... Oh, echt. Totales Sprachenwirrwarr in meinem Kopf gerade. Da sind viele Zeitschriften von Firmen, also Firmenzeitschriften. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Cave Defender. Das ist möglicherweise der Schlüssel für das, für die Schublade. Müssen wir mal gucken oben. Wow. Okay, ist leer. Was hier? Ein Bett. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wo? Hä? Es ist völlig weiß. Okay, ich laufe einfach mal in eine Richtung. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was hier von uns erwartet wird. Okay, ich kann nicht ins Menü übrigens. Ich habe es eben mal ausprobiert. Okay, ich gehe mal ein Stück hoch. Weiß ich auch nicht. Hier ist nirgendwo was. Ich drück mal. Nee, es passiert einfach nichts. Ich wechsle mal die Richtung. Ich bin mal heute riskant unterwegs hier. Oh, ah, hallo. Oh, Vater, ah.
Nein! Es geht noch weiter. Verdammt. Wahrscheinlich müssen wir alle Leute finden oder... Ja, die Personen aus unseren Erinnerungen oder so. Oder nochmal Vater. Vater! Oh, was ist denn los? Ich glaube, an dem Tag des Fotos, da hatte sie irgendwie keine Familie. Bestimmt ist irgendwas geschehen mit der Familie oder so. Hilfe, wo muss ich hin? Ich finde gerade nichts. Nichts und niemand. In der Weiße. Ewige Weiße. Tja. Ah! Hallo! Papa! Nein! Geh doch nicht immer weg! Manu, ich muss dich vor allem jedes Mal wieder finden. Das ist nervig. Oh, so ein Glück. Warte, Vater! Du läufst nicht genug? Was? Okay, I don't know not day. Ach so, du merkst es nicht. Was merke ich nicht? Oder was merke ich nicht? Ich mache da eine Anmerkung sonst. Ey, Papa. Oh. Ein Traum? Oh. Voll traurig. Was ist das? Das ist... Was? Nein! Das kann nicht gut sein. Ich speichere. Uiuiui. Ui. Was ist das? Okay. Wir können ja sonst die Folge damit beenden, mal zu schauen, was das ist, obwohl ich ein ganz mieses Gefühl dabei habe. Du solltest nicht mein Kind sein. So können wir nicht glücklich sein. Dann könnten wir glücklich sein, wenn du nicht mein Kind wärst. Was? Gehen wir zusammen? Ah, Ser heißt also Wesen. Gehen wir zusammen? Gehen wir zu Vater? Som de Tessura, kein Plan. Was ist das? Oh. Ich fürchte, sie wird erwürgt oder so. Da scheint etwas in meinem Mund zu sein. Halt! Oh Gott. Okay, ich drück jetzt mal. Drück. Dreh. Oh, ist Hunger. Soll das wahrscheinlich heißen. Mehr, mehr, genau. Wir müssen leiden. Weil alles schlecht ist? Oh, okay, ja. Wie vermutet, war das keine gute Idee. Anscheinend sollen wir dieser Person in Rot nicht über den Weg laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht diese Person ist, die diesen ziemlich konfusen Krams geschrieben hat. Das würde irgendwie Sinn ergeben, weil die auch so konfus geredet hat, von wegen, weißt du nicht mein Kind und du musst sterben, wir müssen alle leiden. Blablabla. Ne? So ein bisschen crazy. Na gut, also, mein Fazit dazu, ich allein werde es auf jeden Fall durchspielen, denke ich mal. Ich kann halt nicht garantieren, es hatte jetzt schon mehr Text als Should I Headless und war darüber hinaus noch ein bisschen anspruchsvoller von der Story. Also war jetzt noch nicht so viel drin, aber ich denke, da kommt schon noch was zusammen. Ja, ich überlasse euch ganz die Entscheidung, ob ihr davon ein komplettes Let's Play sehen wollt. Gebt einfach den Kommentar unten, ich habe zwei Kommentare unten gesetzt, gebt dem einen Daumen nach oben, was eure Meinung widerspiegelt, ob ihr das weitersehen wollt oder nicht. Ich kann nur halt nicht keine perfekte Übersetzung versprechen, aber schon einigermaßen, würde ich sagen. Genau. Ja, dann danke ich euch, dass ihr dabei wart bei diesem kleinen Angezockt und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einem neuen Let's Play-Projekt sicherlich wieder. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!